Ein herzerfrisches Gugu an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin René von Weiter geht's mit Let's Play Far Cry 2. Wir befinden uns wieder im Far Cry 2 Aufnahmemarathon. Welcher Tag ist heute? Boah, ich habe keinen Tag gefilmt, ne? Am Mittwoch, den 18. Juni. Oh, ich war falsch. Um kurz nach 11 in der Früh, ne? Wie ein paar von euch sagen bestimmt, das ist doch schon fast Mittag. Entschuldigung, irgendwie stimme was mit meinem Hals nicht heute. Aber egal. Einige von euch sagen bestimmt schon, es ist ja schon fast Mittag. Aber für mich ist es halt eben noch morgen, weil ich da größtenteils immer erst aufstehe, so um 11, 12 herum. Vielleicht auch mal um 10, aber da muss ich schon wirklich einen guten Tag erwischt haben. Was nicht so oft vorkommt, aber... Guter Waffenhändler ist eh gleich auf der Straße, wenn wir hier... Weg weiter folgen. Boah, wie viele sind denn da? Vor allem, ich krieg die halt auch irgendwie nicht down, ne? Da schielt mich noch einer an. Die paar Meter hättest du auch zu Fuß gehen können. Hast jetzt davon, jetzt bist du down. Das Warten lohnt sich immer in dem Spiel. Früher oder später kommen sie alle um die Ecke gegeiert. Ey. Man muss jetzt schon so verdammt aufpassen mit den verdammten Granatwerferfahrzeugen, das ist einfach der Wahnsinn. Irgendwas hat er mir eh schon kaputt gemacht. Ja, wo kommst denn du hier aus dem Bus? Wie nah wolltest du noch an mich angehen? Wolltest du ein Foto von mir machen oder was? Die Richtung müssen wir gut. So, Munitionslager, wo bist du? Ja, du bist das falsche Munitionslager, das ist schlecht. Na ja, gut, wir schauen eh beim Waffenhändler vorbei, da gibt es auch genügend Munition. Also, es gibt in Afrika, beziehungsweise hier in diesem Spiel, gibt es sehr wenige Medikamente, aber es gibt Waffen bis zum Umfallen. Das ist einfach nur Wahnsinn. Es gibt Waffen und Munition bis zum Umfallen. Aber Malaria-Tabletten gibt's nicht. Also, ja, es gibt sie schon, aber halt nicht im Überschuss. Aber wenn du mal eine Knarre brauchst, ja, kein Problem. Hammer, ist kein Ding. Der hat eine coole Lage in so einem kleinen Talkessel. Schon irgendwie geil, sowas. So, gucken wir mal, ob wir hier was Neues haben. Wahrscheinlich nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wie wir wissen. Gut, was hast du für uns? Die A... Hä, warum? Achso. Nee, war schon. MP5 Schalldämpfer. Brauche ich nicht wirklich. Was hast du hier? Makarov, Makarov. Reparaturverbesserung. Ja, ich weiß ja nicht, was die einzelnen Fahrzeuge, also wie die heißen, meine ich jetzt, Tarnanzug, Stealth-Verbesserung. Ja, die, es bringt mir ja nichts, ich bin ja nie irgendwie, so ein Stealth-Meister. Was ist der Unterschied zwischen einem Angriffsgurt und einem Schützengurt? Ach nee, ist mir jetzt egal. Ich kaufe mir jetzt mal nichts. Aber wir holen uns definitiv neue Knarren und ich hänge am Stuhl fest. Ja, der Fabi ist sogar zu blöd zum Aufstehen. Ja, sowas muss es auch geben, Leute. Erstmal hier die ganzen Waffen hier, die sehen wesentlich besser aus als unsere. Gut, Munition, müssen wir da was auffrischen? Nein, müssen wir nicht, das ist ganz gut. Die Waffen lassen wir einfach mal am Boden liegen, dass selbst wenn da mal ein kleines Kind aus Versehen mal reinspaziert, die einfach aufnehmen kann. Ich meine, die kannst du auch vom Regal einfach runternehmen, aber wenn das Kind etwas kleinwüchsiger ist, dann kommt es auf alle Fälle hin. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen an den Film Blood Diamond erinnert mit Leonardo DiCaprio. Da gibt es ja auch diese
Kinderkriegsarmeen da, wo die Kinder schon mit AK rumlaufen und so. Sehr guter Film, muss ich mir mal wieder angucken. Irgendwann mal. Ey, die haben natürlich wieder alle Schoten. Schon wieder einer, der ein Foto von mir haben will. So geil sehe ich jetzt auch nicht aus, Kollege. Noch einer, sag mal. Habt ihr hier noch nie einen Weißen gesehen, oder was? Ja, bleib doch jetzt mal liegen, ey. Du machst es nur noch schlimmer. Und du brauchst nicht weglaufen, ich hab dich schon gesehen. Ja, da habe ich dich ganz schön ausgetrickst hier. Gut, wieder kein Munitionslager, war ja klar. Hey, Munition. Ja, dann haben wir die vielleicht schon aufgesammelt. Hier waren noch welche. Gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kommen nicht wirklich näher. Besonders wenn dann immer noch solche Vollmongos umgucken müssen. Ah gut, sie haben mir nur die Motorhaube weggeschossen, das ist kein Problem. Wenn man mir in GTA 5 die Motorhaube wegschießt, dann ist es schon ein bisschen beschissen. Also das meine ich jetzt so, es gibt in GTA 5, also halt im Online-Modus, gibt es ja so Überlebenskämpfe. Und wenn man einen macht, da ist man auf so einem komischen Mülldepot oder irgendwie so. Ich habe keine Ahnung, was das wirklich sein soll. Und da kann man sich hinter so einem Autowrack verschanzen und die Leute treffen einen fast nicht. Und das liegt ja wirklich nur an der Motorhaube. Wenn die Motorhaube weg ist, dann stirbt man da so oft, dass das nicht mehr normal. Aber wenn die Motorhaube da ist, dann hast du eigentlich schon gute Karten, dass du das Ganze überlebst bis Level, nee, bis Welle 10. Ja, ich bin noch nicht mal im Ansatz hier und schon wird auf mich geballert. Ja, wo kommt der jetzt wieder her? Wahnsinn, ey. Shit, 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 shit. Wir müssen hier schnell weg. Wir verrecken gleich. Na, aber gut, das kriegen wir noch hin. Sehr gut. Ne, ich muss meine Medikamente einnehmen. Ich bin Allergiker. Wenn ich ins Gras beiße, macht meine Familie euch dafür verantwortlich. Hast dich gar nicht im Gebüsch versteckt, ich hab dich schon gesehen. Aber das macht er ja ganz gern, sich irgendwo im Gebüsch versteckt. Da werde ich noch einen nachladen. Au. Wo kommst du jetzt bitte her? Bist du jetzt den ganzen Weg außen gelaufen? Es gibt Leute, die sind wirklich hobbylos. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen schneller vorwärts bewegen. Wo sind denn hier noch welche? Oh Gott, die Munition nehme ich lieber noch schnell mit, bevor die in die Luft geht. Das wird sie früher oder später. Okay, ich dachte gerade, die Tonne war auch noch ein Gegner. Also eine Tonne ist schon brutal gefährlich, yo. Gut, ich glaube, das war's. Okay, ich glaube, wir zünden hier gleich die ganze Plattform hier an.
Wir müssen gucken, dass wir hier wegkommen. Okay, ich glaube. Boah, das ist ja noch übelst weit weg. Ach gut, da steht ein Fahrzeug. Das ist ganz gut. Okay, da liegt doch noch wer. Wo bist du? Ich hab dich gehört, Kollege. Du kannst es nicht anzweifeln, dass du hier bist. Anzweifeln, nee. Wie heißt das Wort? Sag es mir, Kollegen. Abstreiten, genau. Du kannst es nicht abstreiten, dass du hier bist. Oder du kannst es nicht leugnen. Ja, habe ich wieder was dazugelernt. Okay, das Stand war nicht so schnell beschleunigt. Da kann ich mich, wow, gar nicht mehr erinnern. Oh, oh. Das sah mir krass nach... Boah, shit. Haben wir ganz stark nach Raketenwerfer aus. Ihr müsst die Schwasse. Was soll das? Ich soll etwas live für sie verlegen. Jo. Das machst du. Sonst rasiere ich dir deinen Bart weg. Zu vergiften. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen diesen Spion aufhalten. Sofort. Sein SUV ist auf dem Highway südlich von Velegol. Er darf die Wüste nicht erreichen. Hm. Ihre Nachricht wurde verlesen. Jetzt okay, und jetzt müssen wir ihn, glaube ich, den Generator, der den Sender im Dorf Velegol betreibt, zerstören. Gut. Ich dachte, wir hätten jetzt den... Welchen Generator müssen wir denn hier zerstören? Nach den hier wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Hä? Was müssen wir denn hier noch zerstören? Müssen wir hier noch irgendwas kaputt machen, oder nicht? Hä? Den Generator, der den Sender in Dorf Velegol so weit zerstören? Ach so, das wird wahrscheinlich das Ziel sein. Ach so. Gut, ich dachte, das wäre jetzt wieder eine extra blaue Markierung oder so. Ja, anscheinend nicht. Gut, wie kann ich den hier zerstören? War der Sender. Nochmal Granaten. Nee, ach scheiße, es ist so eine Mine irgendwie. Ich habe die Bekanntmachung gehört. Perfekt. Ich sehe die Miliz kommen. Ja, sie könnten bald von mir hören. Ach so, das ist so eine Fernzündung, so ein Fernzündteil. Keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Einfach Sprengkörper. Wir müssen aber hier ganz schnell raus, weil der Typ mit seinem Raketenwerfer da bestimmt immer noch gut sitzt. Wenn er uns erwischt, dann sind wir hier richtig gefickt. Also richtig. Verdammt, wie geht's hier raus? Oh, Alter, man bleibt immer irgendwo hängen. Alter, wirklich. Ah, so kann man sein Auto auch kaputt fahren. Ja, ist gut, ich steig doch gleich aus, um dich zu reparieren, mein Freund. Nee, ich steig nicht aus, um dich zu reparieren, ich steig aus, um das Fahrzeug zu wechseln. So. Gut, wo müssen wir jetzt wieder rumgucken? Ah, ich sehe gleich um die Ecke, das ist ganz gut. Was müssen wir jetzt eigentlich noch machen? Zum Ort des Überfalls gehen und Nasrin da war, helfen die UFLL-Truppen zu eliminieren. Ja, das ist kein Problem.
wenn es nicht gleich um die Ecke ist. Gut, ist in der Nähe vom Waffenladen. Ne, bei dem Wachposten. Ich höre schon mal Schüsse. So, wo bist du? Crackfuck, bitches. Das war schon. Ich dachte, da wären ein paar mehr. Na, alles klar. Gar nicht schlecht. Sie haben die Nerven behalten. Ich bin hier noch ein bisschen beschäftigt. Jo, wir sehen uns. Machen wir. Gut, was machen wir denn jetzt? Was ist das eigentlich? Also auch wieder so ein ernstes Ding. Oh, die sind ganz schön stark. Die Dinger. Mit denen sollten wir vielleicht mal öfters arbeiten. Das erscheint mir durchaus sinnvoll. Hier liegt noch Munition, das weiß ich genau. Auch wenn es nicht viel ist, besser als nichts. Gut, das ist unsere Munition eh wieder voll. Ich glaube, wir fahren jetzt zum Busdepot und fahren mit dem Bus zurück in die Stadt. Ich glaube, wir haben noch 2 Minuten. Das könnte man vielleicht sogar noch schaffen, wieder in der Stadt zu sein. Wieder in der Stadt zu sein? War das jetzt richtig? Naja, egal. Dass wir halt einfach wieder in der Stadt sind. Dass wir dann endlich mal wieder mit der Hauptstory weitermachen können. Dann werde ich aber die Folge dann in der Stadt beenden und die nächste Folge dann wahrscheinlich noch hinterher machen. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es noch nicht, vielleicht später noch, weil es ist irgendwie fast so geiles Wetter hier und ja. Da will ich nicht unbedingt noch länger hier sein, also bei mir zu Hause. Ja, ich weiß schon, jetzt habe ich vorher noch so kurz gesagt, ja, Aufnahmemarathon und ja, und ich nehme so viel auf und so und ja. Ich werde mich ja heute definitiv nochmal hinsetzen und noch ein paar Folgen aufnehmen, darauf könnt ihr euch verlassen. Wer die alle hier erschossen hat, frage ich mich allerdings auch. Dann vielleicht ein Easter Egg sein oder so. Tatsächlich, ich weiß es nicht. Gut. Gut, dass wir uns Malaria-Tabletten besorgt haben. Aber das ist mir beim Autofahren irgendwie noch nie passiert. Immer nur, wenn ich aus dem Auto ausgestiegen bin. Vielleicht war das irgendwie so ein Bug und das haben sie ja jetzt durch ein paar Updates gefixt oder irgendwie so. Es gab ja wirklich noch... Es gab tatsächlich noch Updates für das Spiel, ja. Da habe ich mich auch so zuerst gewundert. Ja, warum gibt es für so ein altes Spiel noch Updates? Warum wir jetzt hier den Zünder noch haben? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Gut, wir wollen in die Stadt. Da wird das Spiel eh gleich gespeichert, das ist ganz gut. Oh. Obwohl doch, eine Folge, die mache ich noch. Dann habe ich 3 Folgen aufgenommen, das reicht sogar für die Woche. Fast. Ja, fast. Ich bräuchte eigentlich 4 Folgen. Aber ja, vielleicht nehme ich die heute Abend noch auf. Also ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.